So Leute, nach etwas längerer Bedenkzeit, also eine Stunde oder so lag dazwischen. Obwohl noch was gegessen und so. Ich muss nämlich gucken, was wir mit unserem Science-Punkt machen. Ich habe nur ein bisschen was wir machen, um auch eventuell mal die Moon-Rettung, die Rettung mal wirklich als Rettung zu machen. Ich glaube, das war hier oben. Und hier haben wir dann nämlich unser Carbonite Convert, der Liquid Fuel Mix macht oder halt das einzeln oder auch Solid Fuel aus Carbonite herstellt. Das heißt, diese kaufen wir uns jetzt auch mal. Wie gesagt, wir müssen ja mal raus und rein hier. Also hier wollen wir hier noch die Paddle Engine. Und haben halt größere Fuel Tanks. Können wir halt probieren, ein bisschen was anderes noch zu bauen. So, dann gehen wir jetzt mal aber mal gucken, was wir noch brauchen. Was wir wirklich brauchen. Nicht, was wir brauchen könnten, sondern was wir brauchen. Flugzeug. Ja, damit würde ich ja auch gern anfangen. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Den Probe Buddy. Damit unsere Stages auch besser werden. Kleinere wären natürlich noch besser. Aber wir können uns nicht alles aus. Lenderlex oder Dings. Hier ist nochmal Science dazu. Ja. Jetzt ist meine Planung im Prinzip auch schon wieder vorbei. Obwohl, Docking. Im Prinzip haben wir ja Docking. So schon. Aber Hook Support. Es geht mir eigentlich hier rum. Container. Dass wir die dann mitnehmen. Weil wir haben jetzt zwar einige Sachen. Die hier werden wir jetzt dann auch mal kaufen. Wir nehmen den großen. Weil da passt genauso viel rein wie der kleine. So, dann den Mining Drill. Und natürlich noch vorsichtshalber den Generator davon. Satelliten müssten wir uns auch nochmal mit beschäftigen, dass wir ein wirkliches Satellitennetzwerk aufbauen. Wenn wir unbemannte Flüge fliegen. Aber da habe ich noch nicht das Richtige gefunden, was ich da einsetzen will. Und also Design einerseits und andererseits die richtigen Parts dafür. Also meiner Meinung nach die richtigen Parts. Erstmal kurz gucken, ob wir. Ne, stimmt, ich hatte nur so geguckt. Also das Teil. Auf jeden Fall. Das ist schon etwas größer, der Advanced, das heißt. Lassen wir erstmal nochmal weg. Ansonsten können wir schon irgendwie was mit Flugzeugen bauen. Nein, hiermit könnten wir es aber. Hiermit könnten wir es. Jetzt ist die Frage. Brauchen wir unbedingt ein Flugzeug? Mondbasis, ne, oder generell Basen irgendwo hinbringen, machen wir mal noch nicht. Ich denke mal, wir würden uns dann eher fokussieren. Müsste den Generator natürlich auch erstmal kaufen. So. Hier haben wir dann noch Carbonite Engines, Carbonite größeren Generator, hier haben wir noch Carbonite Mini Generator, hier haben wir noch Tank dafür, aber Tank haben wir ja diese kleinen Formen mit. Wir werden da nicht so super viel mitschleppen. Carbonite 400.
Da müsste ich mir erstmal angucken, was das ist. Also wie gesagt, wir spezialisieren uns jetzt auf. Also ich würde ja eigentlich dafür sein, dass wir das ein bisschen realistischer angehen, nicht überall gleich bemannt hinfliegen, sondern unbemannt. Weil macht man ja in echt eigentlich auch so, dass man Sonden vorschickt und dann. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal dann drauf spezialisieren. Auf Sonnen. Das heißt, wir werden hier erstmal im Elektrizitätsbereich, glaube ich, weiter forschen, weil hier kommen dann die größeren Solarpanels. Hier sind sie doch schon, eine größere Batterie. Oder brauche ich irgendwas anderes? Zum Aus- und Einsteigen brauche ich erstmal noch nicht. Weil bei den Probes kann keiner ein- und aussteigen. Ja, ich denke mal, da würde ich doch dann gern. Das hier gucken. Die halt ein bisschen mehr Strom generieren. Und dazu noch. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Können sogar verpackt werden. Also innerhalb von diesen Containern zum Mitnehmen. Also da könnte unser Kürbel dann sogar noch was mit draus machen. Verstehe ich nicht. Warum die nicht hier mit bei waren? Kennt es dort. Ach so, mit dem Solarpanel, das haben wir gar nicht probiert. Okay. Die haben 50.000 Millionen Meters, glaube ich. Haben wir dich überhaupt nicht. Guck lieber schon mal nach, ob wir dich überhaupt genommen haben. Nein. Da fehlen uns 9 Science-Punkte. Aber dich haben wir. 90.000 Billion Meters. Ist da nicht bloß 10.000 Unterschied? Oh ne, 40.000. Na gut, ich hab nichts gesagt. Damit können wir, glaube ich, noch nicht wirklich Solar. Solar. Damit können wir, glaube ich, nicht wirklich irgendwie noch was anstellen. Hiermit könnten wir was anstellen. Na gut. Schließen wir soweit erstmal und gucken erstmal, was wir jetzt zum Beispiel verbessern können. Also für die Leute, ich werde jetzt nicht in diesem Part irgendwelche Raketen starten. Sondern ich will erstmal gucken, wie wir was verbessern könnten. Und was lohnt sich zu verbessern und was bräuchten wir eventuell, um irgendwas zu bauen. Und so eine Sache. Also, fangen wir mal an mit unserem Launcher. Der ist ja hier jetzt dran. Den könnten wir zum Beispiel verbessern. Wie? Naja, Antennen brauchen wir nicht wirklich. Machen wir anders. Ich habe den doch, glaube ich, hier drin gespeichert. Ja, gut. Mach mal neu. Warum nicht? Ach, keine Ahnung, was so geschrieben hat. Soll natürlich bemannt werden. Soweit erstmal safe. So, jetzt haben wir die nämlich unten ran, da die Stage. Und verbessern diese schon mal. Also die kommen schon mal alle weg. Die Antennen brauchen wir nicht. Strom brauchen wir nicht.
Ach, hier ist sogar noch das alte Design. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Probes. Machen wir mal andersrum da drauf. So. Können wir nämlich das hier auch schon mal. Da werde ich aber eventuell mal größeres dafür kaufen. Save. Exit. So, unser Refueler, der soll eigentlich Sachen refuelen. Er soll aber dabei auch landen können, auf dem Mond zum Beispiel. Und da unsere Rakete auffüllen. Und sich selbst natürlich dann auch. Research and Development. Ja, ich war gerade woanders in Gedanken. Das hätte ich natürlich schon gerne, ja. Also, zumindest einen Container, wo man es dann speichern kann. Kann halt nicht alles. Was wollte ich denn jetzt eigentlich gerade kaufen? Das Ding. Genau. Passt. Schließen. Da wieder rein. Und dann. Warten. Control. Nee, das ist small. Ja, das ist diesmal ein größerer. Das ist doch schön. Wie rum baue ich die jetzt an? So, ja, ich weiß, sieht komisch aus. Aber damit müssen wir leben. So, hier drin sind auch noch falsch. Also. Erstmal der ganze Launch kostet 44.000. Ja. Warum nicht? So. Die Stage funktioniert erstmal soweit. Falsch. Hier können wir aber diesmal auf 6 umstellen. So. So. Wird gleich nochmal getestet von mir. Oder können wir auch selber dann mal testen. Da orientieren wir uns jetzt am Science-Modell. Ach, meine Maus spielt schon wieder verrückt. Retter. Science-Modul, Retter. Quatsch. Den Länder. Länder. Und zwar. Wo ich alles per Hand gemacht habe. Und zwar hier oben, dieses Modul. Das wird jetzt im Prinzip ersetzt. Das ist ja das Science-Modul hier im Prinzip. Und das wird jetzt ersetzt durch einen Refueler. So, das heißt,
Wir laden jetzt wieder unseren Refueler. Ich muss ja nochmal wegen der Schreibweise nachgucken. Mit Schreiben ist das, naja, so eine Sache. So, also. Da kommt erstmal unser Konverter hin. Er ist ein bisschen teurer. Ne, machen wir doch so. So. Einen Container habe ich leider nicht, das heißt, die Sachen muss ich da erstmal an. So, den Rest hier brauche ich nicht. Das wäre ein ganz großer. Also 2,50. Das ist 1,25, was wir hier im Moment Standardmaß überall haben. Wie gesagt, speichern können wir das hier im Moment beides erstmal nicht. Aber da müssen wir dann erstmal gucken. Erstmal kommen jetzt die Dinger. Life Support Waste. Life Support. Ich will dich nicht da drin haben. Mensch. Wo ist da das Problem? So. Ich würde mal sagen, hier fehlt da noch ein Engine. Effizientere haben wir ja gerade nicht. So. Sagte so. Diesmal bauen wir auch noch gleich eine Sache dran, die uns vielleicht seht ihr, also meine Maus macht hier immer diese Doppelklicks. Muss ich mal gucken, da ist irgendwie ein bisschen was schief gegangen. So. Das soll eigentlich im Prinzip unser neues Science-Modul werden. So, wir werden vorsichtshalber, haben wir ja schon festgestellt, das kann uns das Leben retten. So ein Modul wieder umruft, der Rest kommt dann noch rangebaut. Nur, dass wir hier dieses Modul erstmal ersetzt haben. Durch so einen Generator. Speichern wir erstmal. Und jetzt stellen wir hier die Dinger wieder auf 15. Dadurch sind alle, die hier in einer Reihe gesetzt, über Symmetrie auch soweit. 15. 15. 15. Und 15. So. Das heißt, ich werde jetzt vorerst mal diese Stage hier testen. Was will er da absprengen? Wohl noch von meinem vorherigen Staging. So. Also die gehen alle an. Hier haben wir eh noch keine Fallschirme. Safe. Gut, vier sind eventuell ein bisschen viel. Hasse ich. So, dieses Doppelklick. Da ist wieder irgendwas mit meiner Maus. So. Vier Stück.
So machen wir das mal. Part ist schon wieder vorbei. Machen wir mal hier ein bisschen anders.